Und da sind wir schon bei Teil 23 von Digimon und die Namen. Natürlich startet es jetzt mit Digimon Savers bzw. Data Squad mit Masaru und Agumon. Zuerst hätten wir da ja eben Masaru Diamond, der ja bei uns in Markus Damon umbenannt wurde. Ja, gut, ich gebe zu, als ich damals den Namen Markus gehört habe, habe ich mich natürlich aufgeregt, aber sowohl Masaru als auch Markus sind irgendwie ganz normale Namen. Aber Masaru klingt halt eben ein bisschen weicher und vielleicht sowas wie Marius wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, aber gut, geht. Warum man aber den Namen Diamond in Damon umändern muss, weil Diamond ist ja eigentlich auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Nachname oder generell ein Name, der doch eigentlich auch in Amerika genutzt wird. Also warum die den dann geändert haben, naja, darauf kann ich mir keinen Reim machen. Also wie gesagt, Markus finde ich okay, Masaru finde ich halt auch gut, Diamond finde ich aber eindeutig besser als Damon. Savers Agumon kann ich ja quasi eigentlich überspringen, ist ja dasselbe wie beim Adventure Agumon. Die einzige Sache, die ich dazu zu sagen habe, ist die zweite Attacke, die heißt halt im Japanischen Baby Burner, also bei uns auch genauso übersetzt Baby Brenner. Und finde ich zwar so vom Klang her ganz gut, aber wenn man bedenkt, dass er einfach nur Feuer eben so ein bisschen ansammelt, sein Kopf wird ja dann auch ganz rot und dann spuckt er keine Flamme, sondern hat er halt richtig naja, Feuer, das er ausspeit, da muss ich schon sagen, klingt es trotz alledem ein bisschen komisch. Klar, er kann damit alles niederbrennen, aber Babybrenner, es klingt schon ein bisschen eigenartig. Dann haben wir erst einmal GeoGreymon. Das Geo ist halt griechisch und bedeutet halt Erde. Also bedeutet das sowas wie Erdgrau oder erdaltes Monster. Tja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich soll die Erde irgendwie dafür stehen, damit es irgendwie mächtiger ist oder so. Ich meine, ohne es zu übersetzen, klingt natürlich GeoGreymon eigentlich ganz cool, aber der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht so. Dann haben wir zwei Attacken von GeoGreymon, die Greymon halt nicht hatte. Zum einen hätten wir der Mega Burst. Übrigens heißt die Attacke, also die Attacken von GeoGreymon, wie sie im Japanischen heißen auch genauso im Englischen. Mega Burst wurde bei uns halt auch 1:1 übersetzt und das heißt halt Mega Explosion. Klar, im Prinzip stimmt es ja auch. Immerhin kommt da schon ziemlich gewaltiger Energiestrahl aus seinem Mund und das endet dann in einer Explosion. Aber ja, ich weiß nicht, das so einfach zu übersetzen, dieses Mega Explosion klingt schon irgendwie ein bisschen dämlich. Die nächste Attacke ist halt Hornimpuls. Bei uns wurde das Ganze in Hornstoß umgeändert. Also Hornimpuls hätte jetzt natürlich eigentlich bleiben können, weil Hornstoß selbst, das klingt jetzt wieder ein bisschen langweilig und so, ist aber so gesehen auch in Ordnung. Dann haben wir noch Shine Greymon. Shine Greymons Name bedeutet halt, ja, scheinendes oder leuchtendes, graues, altes Monster. Also je nachdem, ob es nun grau oder alt ist. Alt würde ja eigentlich besser passen, aber nun gut. Naja, also das mit dem Leuchten oder Schein finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung, weil wenn man sich zumindest so seine Flügel halt zum Beispiel anguckt, das sieht ja ein bisschen aus wie Sonnenstrahlen, könnte man so sagen. Und es ist nun mal auch so, dass Shine Greymon tatsächlich seine Kraft aus der Sonne bezieht. Und wenn es sich eben aufladen tut und so, kann es auch mächtigere Angriffe einsetzen. Das wurde auch in Digimon World Next Order, wurde das sogar auch erwähnt, dass es sich aufladen muss durch die Sonne, um wieder Kraft zu bekommen. Und von daher finde ich den Namen eigentlich, zumindest wenn man so seine Fähigkeiten und seine Kraft so bezieht, eigentlich macht das durchaus Sinn. Ja, optisch dagegen ist es halt so lala. Attackentechnisch hat Rice Greymon ganze drei Stück. Die erste ist halt Trident Revolver. Da schießt er halt immer so drei Energiestrahlen, kann man so sagen, oder Feuerkugeln aus seinem Revolver und das bedeutet übersetzt natürlich Dreizack-Revolver. Revolver macht durchaus Sinn. Drei ist auch okay, was daran aber ein Dreizack sein soll, das ist irgendwie mir ein Rätsel. Also bei uns wurde dann die Attacke schon ein bisschen sinnvoller übersetzt, die wurde nämlich dann zu Dreifach-Revolver. Klar, irgendwie ist es natürlich auch nicht ganz richtig, er hat ja nicht drei Revolver, aber da er aus dem Revolver eben drei Schüsse abgibt, finde ich, dass die deutsche Attacke da schon noch irgendwo passend ist. Die nächste Attacke ist dann Rising Destroyer. Das bedeutet natürlich sowas wie aufsteigender Zerstörer und genau so haben wir es eben auch genannt. Und was soll ich dazu sagen? Naja, eigentlich ist es ja so, dass man eigentlich nur einen Teil des Digimon-Namens, das Rise halt genommen hat und dann das Destroyer von Metall-Greymon, weil die Attacke ja eben im Japanischen Giga-Destroyer heißt. Und ich meine wirklich, aufsteigend ist da nichts, zerstören, ja gut, damit kann ich leben. Ich meine, es ist ja schon eine gewaltige Feuerenergieattacke, die er da so verschießt, aber wie gesagt, das aufsteigend, naja, es ist ein bisschen blöd gewählt und auch ein bisschen langweilig. Die dritte Attacke heißt im Japanischen Solid Strike, also solider Schlag.
Wenn man bedenkt, dass er dann natürlich mit seinem Kanonenarm zuschlägt, macht solider Schlag irgendwo Sinn. Bei uns dagegen heißt es einfach nur schwerer Hieb. Ja, natürlich, in der Tat, es ist ein Hieb und er ist mit Sicherheit auch schwer, aber es klingt dann doch ein bisschen langweilig und einfallslos. Klar, solider Schlag klingt auch nicht wirklich besser, aber irgendwie hat es zum Klang dann doch ein bisschen mehr. Dann haben wir noch Shine Greymon. Shine Greymons Name bedeutet halt, ja, scheinendes oder leuchtendes, graues, altes Monster. Also je nachdem, ob es nun grau oder alt ist. Alt würde ja eigentlich besser passen, aber nun gut. Naja, also das mit dem Leuchten oder Schein finde ich eigentlich schon ganz in Ordnung, weil wenn man sich zumindest so seine Flügel halt zum Beispiel anguckt, das sieht ja ein bisschen aus wie Sonnenstrahlen, könnte man so sagen. Und es ist nun mal auch so, dass Shine Greymon tatsächlich seine Kraft aus der Sonne bezieht. Und wenn es sich eben aufladen tut und so, kann es auch mächtigere Angriffe einsetzen. Das wurde auch in Digimon World Next Order, wurde das sogar auch erwähnt, dass es sich aufladen muss durch die Sonne, um wieder Kraft zu bekommen. Und von daher finde ich den Namen eigentlich, zumindest wenn man so seine Fähigkeiten und seine Kraft so bezieht, eigentlich macht das durchaus Sinn. Ja, optisch dagegen ist es halt so lala. Die nächste Attacke heißt wiederum Glorious Burst. Das könnte man mit glorreicher Explosion übersetzen. Was daran jetzt so glorreich ist, naja, kann ich mir ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. Und warum dann auch unbedingt wieder Burst, also Explosion, dabei sein muss. Ja, klar, er setzt da so eine riesige Feuerattacke ein, und weil das ja halt seine Sonnenenergie ist, die er aufgenommen hat und auf den Gegner schießt. Aber es ist dann doch eher Feuer. Dass man das Ganze bei uns dann Kraftexplosion genannt hat, finde ich dann auch nicht wirklich besser, weil das klingt irgendwie so plump. Kraftexplosion. Also da wäre mir dann wirklich sowas wie glorreiche Explosion doch ein bisschen lieber gewesen oder Flammenexplosion. Das hätte sogar zum Optischen besser gepasst. Die erste Attacke ist das Geo Grey Sword, bei uns Geo Grey Schwert. Schwert ist klar, es ist ein Schwert. Geo macht auch durchaus Sinn, weil er das Schwert immer aus der Erde zieht, nur in diesem Falle passt halt das Grey nicht so. Weil es klingt, als ob es eher das Schwert von Geo Greymon wäre und dass das nun kein Schwert halten kann und kein Schwert hat, das ist ja irgendwie klar. Aber im Groben und Ganzen macht der Name dann schon noch durchaus Sinn. Die letzte Attacke von ihm heißt halt Shining Blast. Das könnte man als sowas wie leuchtende Zerstörung übersetzen. Und ja gut, er leuchtet und er rast auf den Gegner zu und verletzt ihn. Also kann man sagen, auch wenn es sehr schlicht klingt, dass der Attackenname passt. Bei uns dagegen heißt es Leuchtender Strahl. Gut, Shining, leuchtend, verstehe ich noch. Aber wie kommt man da auf Strahl? Ich meine, er ist kein Strahl, er hinterlässt nicht mal einen Strahl. Ich meine, irgendwie klingt das auch ein bisschen seltsam so. Und man stellt sich darunter, denke ich, auch was ganz anderes vor. Naja, also meiner Meinung nach klingen die deutschen Attackennamen nicht ganz so gut. Allerdings muss ich sagen, vielleicht ist das auch nur eine andere Wahrnehmung, denn ich habe Digimon Savers zuerst auf Japanisch gesehen und mir dann auch die japanischen Attackennamen gemerkt und mich dran gewöhnt. Und als das Ganze dann eben auf Deutsch dann kam, fand ich, dass diese ganzen kompletten Übersetzungen wie Mega-Explosion oder aufsteigender Zerstörer, ich fand schon, dass das dann ein bisschen blöd klang. Zuletzt haben wir natürlich noch Shine Greymon Burst Modus, das habe ich natürlich nicht vergessen. Name ist ja selbstredend und es hat halt nur eine Attacke im Deutschen eingesetzt. Im Japanischen kann es eigentlich noch ein paar mehr. Und zwar, im Japanischen heißt die Attacke halt Final Shining Burst. Also man könnte es quasi als sowas wie finale glänzende Explosion übersetzen. Ich sag mal, das Finale macht ja durchaus Sinn, weil ja der Burst-Modus eben die letzte Form ist, die man so erreichen kann. Das glänzend oder leuchtend, wie man es auch immer übersetzen möchte, macht Sinn wegen dem Namen. Und Explosion passt hier natürlich auch, weil es halt in alle Richtungen quasi geht und es schon eine ziemlich große Kraft ist. Bei uns wurde die Attacke leuchtender Finalstrahl genannt. Gut, wie gesagt, dadurch, dass es halt schon in alle Richtungen geht, kann man hier tatsächlich Strahl nehmen, sonst ist es ja ziemlich übersetzt und klingt eigentlich gar nicht mal so blöd. Meine Fragen natürlich wie immer an euch, also das, was ich jetzt vielleicht nicht so wusste, vielleicht habt ihr da eine Idee. Und welche Attackennamen findet ihr denn eigentlich soweit am besten im Deutschen oder im Japanischen? Ich muss sagen, also von Shine Greymon Burst Modus den deutschen Attackennamen finde ich wirklich ziemlich gut eigentlich, ja. Sonst eventuell vielleicht, also tatsächlich noch dreifache Volva, aber die meisten anderen Attacken, da bleibe ich dann doch lieber eher beim Japanischen.